بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة بقسم اللغة الألمانية، أحييكم وأتمنى لكم دوام الصحة وتمام العافية. موضوعنا اللي توقفنا به آخر مرة كان هو دير زمن جزتسة زاتس. الزاتس جفوجة، فمثل ما نعرف أنه أين تزمن جزتسة زاتس است أين زاتس دي أوس مغرين تايل زتسن بشتيت. Diese Teilsätze können grundsätzlich nebengeordnet oder untergeordnet sein. فعندي نبنordnung وعندي unterordnung. هو موضوعنا الزاتس جفوجة هو unterordnung. فبالبداية لازم نعرف أنه عندي نبنordnung اللي هو Satzverbindung. بالSatzverbindung عندي Hauptsatz plus Hauptsatz فيكون لي Satzverbindung. Nebenordnung oder Koordination Hauptsatz plus Hauptsatz Satzverbindung. Zum Beispiel, ich gehe weg und du bleibst zu Hause. Hier haben wir zwei Hauptsätze. Ich gehe weg, du bleibst zu Hause. ربطناها فصار عندي Nebenordnung Satzverbindung. بينما بالSatzgefüge عندي Hauptsatz plus Nebensatz اللي هو نسمي Unterordnung. Bei Unterordnung oder Subordination wird ein unselbstständiger Nebensatz einem Hauptsatz untergeordnet. فالنبنزاتس هو جملة غير مستقلة بينما الهوبزاتس هو جملة مستقلة. فالنبنزاتس يكون ذاتس جليد داخل الهوبزاتس. وبالUnterordnung عندي هوبزاتس plus Nebensatz فيكون لي الزاتس Gefüge. Zum Beispiel, ich gehe weg, während du zu Hause bleibst. Beim Satzgefüge wird der Nebensatz zum Satzglied des Hauptsatzes. فعندي هاي التعريف الزاتسجفوجة Hauptsatz und Nebensatz هذه مطلوبة منكم. Ein Satzgefüge entsteht, wenn ein Satz zum Satzglied eines anderen Satzes wird. Der Hauptsatz ist ein selbstständiger Satz. Hauptsatz هو جملة مستقلة غير تابعة. ما تكون Satzglied بغير جملة. Der Nichtsatzglied eines anderen Satzes ist. Während der Nebensatz ist ein unselbstständiger Nebensatz. هي جملة تابعة. Und er ist ein Satzglied des Hauptsatzes. عندي النبنزاتس تقسم حسب شكلها وحسب ihre Funktion, nach ihrer Funktion und nach ihrer Form. Nach ihrer Funktion als Satzglied, مثل ما قلنا هي Satzglied, für Satzglieder, شنو هي الموجودة عندنا باللغة الألمانية؟ هي Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbialbestimmung und Attribut. Ja, der Nebensatz kann folgende Satzfunktionen ausüben. Subjektsatz ist ein Nebensatz. Der Subjektsatz. Subjektsätze sind Nebensätze, die im übergeordneten Hauptsatz die Funktion des Subjekts haben. Zum Beispiel, dass du recht hast, wird bezweifelt. Das heißt, dass du recht hast. Nein, ein Nebensatz. Hadi nane makanhe bil Hauptsatz, tschekkili is Subjekt. Faida hawalnaha. هذه الجملة المركبة إذا حولناها إلى جملة بسيطة بعمليات التحويل راح تكون للنبنزات حتكون الفاعل. Zum Beispiel, dein Recht wird bezweifelt. Ein anderes Beispiel, es freut uns sehr, dass ihr hier sind oder seid. Das heißt, لما أجي أحولها إلى جملة بسيطة ش حتكون عندي Ihr Anwesenheit freut uns sehr. Es ist notwendig, dass ihr kommt. Das heißt, sein Kommen ist notwendig. Auch ob ich den Schlüssel wiederfinde, ist fraglich. Es muss sich nach zeigen, ob sie die Täterin ist. Wann wir ankommen werden, ist ungewiss. Es ist immer noch unbekannt, wie viele Opfer es gab. طبعاً النبنزاتس ممكن تكون كفوردرزاتس وممكن تكون كناخزاتس. Euch hier zu treffen freut uns sehr. Es fiel ihm schwer, ihr zu verzeihen. Entschuldigung.
Es schien ihm, es werde immer dunkler. Es ist besser, du kommst später noch einmal. اللي هنا اليوم وراح نكمل باقي الزاتس جليدر ان شاء الله بعرض ثاني اقدم لكم اياه، وراح اخلي لكم اياها المحاضره كلها كامله كبي دي اف انزلها على جوجل كلاس روم. تحياتي.